Herzlich willkommen bei der neuen Folge mit AppKings. Heute mal wieder mit einem neuen Unboxing. Und zwar geht es heute um den Online-Shop Treslady. Und ja, das ist ein riesengroßer Online-Shop wieder aus China. Der hat wirklich verschiedenste Kategorien von Kleidung, Schmuck, Accessoires, aber auch elektronische Sachen. Und ja, dort habe ich einen Gutschein zur Verfügung gestellt bekommen und habe dort mal ein bisschen gestöbert und habe mir die verschiedensten Sachen bestellt. Und ja, das ist jetzt alles angekommen. Das ist das ein Paket. Die sind jetzt gestückelt gekommen, weil die aus verschiedenen Warenlagern kamen. Aber wie gesagt, kam auch ohne Zoll oder sowas. Und ja, jetzt packen wir das Spulstück aus. Das ist das erste Paket. Dazu nehmen wir auch unser Unboxing-Messer. Der Link zum Messer ist in der Videobeschreibung. Und da geht natürlich auch nochmal ein Shoutout an den guten Max Herzberg, alias Addison Review. Ein sehr, sehr cooler Kanal, den ich auch schon lange verfolge, macht sehr gute Reviews und schaut da gerne mal mit vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ich sehe viele kleine Paketchen. Fangen wir doch einfach mal damit an. Ich muss dazu sagen, es sind wieder die verschiedensten Sachen, auch für meine Eltern, für ja, Freunde, einfach mitbestellt. Und hier haben wir als erstes ein Kissenbezug für ein Kissen. Ich dachte eigentlich, das kommt mit dem Kissen, aber so wie es aussieht, ist es wirklich nur der Bezug. Man muss ein eigenes Kissen reinmachen. In einem Vogeldesign mit einem Schmetterling. Und da drauf steht Harding Rage. Also auch noch ein paar Sachen. Sieht an sich sehr, sehr schick aus. Ich würde nur wissen, ob das, machen wir es mal auf, von der Qualität, ob das stinkt. Weil gerade beim Kissen und China ist es immer so eine Sache. Ja, ein bisschen riecht es aber nicht so toll, muss ich sagen. Sonst qualitätstechnisch eigentlich ordentlich verarbeitet, fässt sich sehr weich an, sehr schön. Und ja, kann man einfach ein cooles Kissen drauf machen. Das ist schon mal sehr cool. So, dann kommt hier eine Packungsliste, die brauchen wir nicht. Dann kommen noch ganz viele kleine Sachen. Okay, nochmal was Eingepacktes. Da sind wohl sehr viele kleine Sachen drin. Dazu nochmal das Messer. So. Doppelt und doppelt gepackt. So, was ist hier drin? Oh, okay, ganz viele Sachen verschieden eingepackt. Okay. So. Fangen wir doch einfach mal hiermit an. Es ist ein Lederarmband. Ich muss dazu sagen, sehen meist immer alle gleich aus, diese China-Sachen. Kann ich das hier aufmachen? Ja. So sieht es aus, mit einem Silberverschluss. Sieht sehr, sehr schick aus, das Silber. Einfach aufdrücken und ihr könnt es umbinden und dann macht ihr es einfach wieder mit Klickverschluss zu. Muss ich sagen, sieht sehr schön aus. Ja, riecht auch richtig nach Leder. Ob es jetzt echt Leder ist, zweifle ich zwar, aber es riecht auf jeden Fall nach Leder. Und ja, ein cooles Armband. Gerade mit diesen Accessoires sieht es sehr, sehr schick aus. Und gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh, wie das schon aussieht. Total zerknittert, kaputt schon halb. Aber gut, das ist ein mobiler Joystick. Das ist sozusagen einfach ein Button, den könnt ihr auf euer Handy machen. Ist das nur einer oder sind das zwei? Das ist wirklich nur einer, okay. Ich hätte gedacht, dass es zwei. Na, dass es zwei sind. Aber nein. Okay, das macht ihr einfach auf euren Handy und dann könnt ihr das Ganze mal bewegen wie ein Joystick. Zum Beispiel bei FIFA. Das ist eine coole Sache. Aber auf dem Bild. Ja Gott, das ist wirklich nur einer. Sehe ich gerade. Also ist das doch nicht falsch. Aber die Verpackung eben sehr, sehr angerissen fast. Aber gut.
geht nicht so schnell kaputt. Dann kommen wir, ja, man sieht vielleicht schon ein bisschen, zu Uhren. Da sind diverse Uhren drin. So, fangen wir am besten mit dieser Uhr an. Eine schwarze Uhr. Können wir sie mal rausholen. Sieht sehr, sehr schick aus. Ich muss dazu sagen, diese Uhren waren alle im Preissegment bis 10 Euro. Also wirklich sehr, sehr günstig. Muss ich sagen, das Silber auch super verarbeitet. Sieht sehr schick aus. Okay, die Tassen drücken sich eigentlich auch sehr gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr Plastik ist, aber das ist sogar Aluminium oder Metall oder irgendwas. Sieht man es auch nochmal. Hier drauf. Ja, Leder angeblich, ob es Leder ist. Ja, riecht sogar ein bisschen nach Leder. Könnte vielleicht wirklich sein, aber dafür wäre der Preis eigentlich viel zu günstig. Aber gut, wissen wir jetzt nicht. Ist von der Firma Olexchechi. Das müsste irgendwas Chinesisches sein. Stil sieht aber, guck, sehr, sehr schick aus für die Uhr. Und ja, geht's weiter mit der nächsten Uhr. An sich genau die gleiche Uhr, nur in einer anderen Farbe, diesmal in braun. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Hat auch ein anderes Band, das hier ist eben so geriffelt, das ist eben komplett durch und sieht wirklich auch sehr, sehr schick aus. Sonst genau das gleiche in grün. Dann haben wir die nächste Uhr, nochmal die gleiche Firma, wieder das gleiche Band wie bei der ersten Uhr, nur diesmal in, ja, in einem goldfarbend. Sieht eher aus wie so ein bisschen, ja, dunkles Bronzegold, wie auch immer. Sieht aber auch sehr edel aus, wie gesagt, für unter 10 Euro sehr, sehr cool, sozusagen dreimal die gleiche Uhr, nur in drei verschiedenen Farben, für jeden anders was dabei. Und dann kommen wir zu noch einer Uhr, diesmal eine mit Metallarmband. Ja, kommst du denn raus? Nee, komm nicht raus. So. Diesmal von der gleichen Firma wieder, aber auch in einem Design. Man hört auch, es klappt, also ist auch wirklich was an. Hier haben wir noch verschiedene Tasten und so weiter, wo man das einstellen kann, sieht man es. Und auch die sieht sehr, sehr schick aus. Verarbeitungstechnisch auch sehr hochwertig, also wie gesagt, für gerade mal 10 Euro. Sehen die sehr, sehr gut aus. Man kennt ja vielleicht so diese 2-3 Euro Uhren. Die sehen einfach nur total billig aus Plastik und so weiter aus. Hier richtig ordentliche, gute Qualität. Steht hier drauf. Angeblich aus Aluminium. Ja, gebürstetes Aluminium angeblich. Und dafür sind die wirklich sehr, sehr gut Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, natürlich wie immer sind auch alle Produkte in der Videobeschreibung hinterlegt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. Wir haben nämlich noch einen kleinen... So. Ein kleiner Anhänger. Der sieht so aus. Kann man zum Beispiel einfach an seinem Schlüsselanhänger machen. Und man hat sozusagen wie so einen Finger sozusagen. Das ist wirklich von der Qualität her sehr, sehr gut. Billig, also man hat Angst, dass es gleich durchbricht, muss ich ehrlich sagen. Obwohl die Qualitätsschnäppchen ganz gut sind, aber so vom Aussehen, vom Anfassen super leicht. Ja, also da ist natürlich nicht die beste Qualität, aber das war auch super günstig. Wie gesagt, könnt ihr euch ja nochmal nachgucken in der Videobeschreibung. So, kommen wir jetzt zu zwei Sachen in diesem Paket. Das sind zwei große Sachen. Ja, fragt sich bestimmt, was ist das? Und ja, dafür brauche ich wieder das Messer. Übrigens ganz wichtig, das Messer nur für zu Hause, dürft ihr nicht mitnehmen in Deutschland. Ihr dürft es zwar besitzen und zu Hause benutzen und so weiter, aber mein Gott, ihr dürft es nicht mitführen. Ganz wichtig. So, und es kommt was Lederartiges zum Vorschein.
Ja, fragt euch vielleicht, was ist das? Zack. Es ist eine Riesenbox. Jetzt fragt ihr natürlich, was für eine Box. So. Upsasa. Das ist eine Box. Was denkt ihr, für was ist das denn bitte geeignet? So sieht das gute Stück aus. Ich muss sagen, erster Eindruck gefällt mir sehr, sehr gut. Riecht auch wieder ein bisschen, muss ich sagen, aber es geht noch. Auch nicht verarbeitet. Und ja, das ist eine Box für eure Sonnenbrillen. Weil es ist einfach nervig, wenn irgendwie Sonnenbrillen mal irgendwo rumliegen oder in irgendeinem Kasten oder sowas. Und hier könnt ihr sie super schön reinpacken, habt sie dann immer sozusagen parat. Hier drin auch nochmal wie, ja, so richtig so ein Schutz. Fässt sich sehr, sehr schön an, so ein bisschen samtmäßig, damit die auch schön geschützt werden, die ganzen Sonnenbrillen. Hier ist so ein Band, damit es auch gehalten wird. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt eigentlich hier auch noch ein Band hätte sein müssen, aber das ist jetzt nicht dabei. Gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, hält trotzdem. Und dann macht man es einfach wieder zu. Man kann es irgendwo hinpacken. Schöne Verarbeitung, muss ich sagen. Sieht sehr edel aus. Und sowas habe ich schon immer gesucht. Und ja, habe ich mir jetzt auch dann mit dem Gutschein einfach mal gönnt. Sehr gut. Okay, es ist Hartplastik, kein Glas, ist vielleicht auch positiv. Und ja, eine gute Verstaumöglichkeiten für eure ganzen Sonnenbrillen. Und dann kommen wir zum letzten in diesem Paket. Da fällt auch ein gleich wieder auf, dass der Karton ganz schön mitgenommen hat. So wie ein paar Sachen hier. Ich weiß nicht warum, vielleicht wurde es wieder hergeworfen. Dazu nehmen wir wieder unser Messer. Und ja, man sieht vielleicht Fashion Sports Shoes in der Firma, in der Größe 42, irgendwas Chinesisches. Also das kann man hier in Deutschland bestimmt nicht kaufen, made in China. Und ja, das ist natürlich ein paar Schuhe. Und was für Schuhe das sind, zeige ich euch jetzt einfach mal. Mal kurz gucken, wie das hier aufgeht. Waren sogar Euro. Bin gespannt, ob die passen. Nicht, dass sie in China irgendwie andere Größen haben. Und ja, was kommt zum Vorschein? Die sehen aus wie Yeezys. Nur sind natürlich keine. So sehen die aus. So die typische, fast die typische Farbe wie ein originaler Yeezy. Ich muss sagen, verarbeitungstechnisch sehr, sehr ordentlich gemacht. So sehen sie aus. Ja, das ist relativ billig hier drauf gestrickt. Sonst. Oh, da ist noch ein Schutz drin. Eigentlich sehr, sehr schön. Aber natürlich kein Plattikat oder so, nichts von Adidas. Aber das sind sozusagen die Yeezys nachgemacht. In günstig. Ja. In der Größe 42. Oh, hier sehe ich was. Was ist das? Guckt mal, Leute, hier sieht man den Kleber. Das haben sie natürlich nicht so schön gemacht. Weil normalerweise, wie bei dem, ist es komplett weiß. Und hier ist der einfach durchgelaufen. Mal gucken, ob ich das mit Wasser oder so wegbekomme. Aber das sollte natürlich so eigentlich nicht sein. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, da werde ich, wie gesagt, einfach mal ein bisschen Wasser aufmachen und mal gucken, ob das dann trotzdem klappt. Sonst, wie gesagt, vom Fühlen her, fällt es sich sehr, sehr schön an. Schon recht hochwertig. Aber wie gesagt, man darf trotzdem natürlich nichts erwarten, weil die sind natürlich auch relativ günstig im Vergleich. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Paket und viel Spaß euch noch weiterhin. So, kommen wir nun zu den nächsten drei Produkten. Das ist einmal, es soll eigentlich wie so ein Anti-Stress sein. Sieht aber eher aus wie ein sehr, sehr cooles Deko-Stück. Man kann es auch zusammen machen, geht wieder raus. Und ja, es sieht aus wie ein Becher mit Sahne oben drauf. Hier ist der Strohhalm. Und lustigerweise riecht das nicht nach Chemie, wie es sonst immer bei diesen ganzen China-Produkten ist, sondern es riecht irgendwie nach Orange. Es riecht sehr, sehr lecker und ich fand es eigentlich so als Deko zu hinstellen echt lustig. Und ja, war auch super günstig, 2-3 Euro. Und deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Das war
Weiteren haben wir Ketten. Und zwar 3 Stück. Eine so eine Kette. Oder mehr sogar, 4 sogar. 1, 2, 3 und 4. Schöner Fashion Utility. Ja, ist natürlich so Modeschmuck, nichts Besonderes, aber ja, hat man sozusagen für jeden Anlass eine schöne Kette. Manche Ketten haben auch so ein bisschen Gold mit drin. Da sieht man's. Und ja, sieht eigentlich sehr, sehr schick aus. Darum ist noch wie so ein Tier. Und so hat man sehr, sehr viele verschiedene Armbänder für jeden Anlass. Ja, natürlich für eine Frau gedacht, aber dafür sollte es auch sein. So, dann kommen wir zu dem großen Karton. Ist mal wieder ein paar Schuhe, Größe 42. Natürlich wieder oben mit kompletten China-Beschriftung. Ich kann das euch mal kurz zeigen. Ja, da sieht das hier oben alles nur China. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Und zwar sind das wieder Sneaker. Ja, der Karton, der war so broke. Das handelt sich um diese zwei Schuhe. Ich packe mal den Karton weg. Gucken wir uns mal so einen Schuh einfach an. Ups. So. Und ja, sieht sehr, sehr cool aus. Ein cooler Sneaker. Was hier besonders ist, die normalen Schuhe haben ja hier oben immer noch eine Unterstützung, also so eine Einlage drin, damit das auch hart bleibt. Ist hier nicht so, das ist wie Gummi. Das heißt, wenn ihr in die Schuhe reinschlüpft, dann macht das Gummi eure Haut sich anpassen. Das ist auch sehr, sehr cool. So sieht er von unten aus. Also eine Weiß-Schwarz-Kombination. Und für einen Sneaker, finde ich, sieht er sehr, sehr cool aus. Preis und wie gesagt, der Link zu diesen Schuhen und natürlich auch zu allen anderen Produkten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu den letzten zwei Produkten. Das ist einmal wieder ein Armband. Dann mach es auf. Wir riechen mal dran. Ja, riecht schon ganz schön an Leder. Ist mit einem Löwenemblem. So Gold zu, sage ich jetzt mal. Und das wird dann eben so aufgemacht. So wieder rein sozusagen. Zack. Dann habt ihr ein sehr, sehr cooles Armband. Sieht eigentlich schick aus. Mal was anderes. Auch nicht zu viel Gold, finde ich. Sondern ist ein schlichtes Armband. Und dafür vollkommen ausreichend. Dann haben wir das hier. Das ist ein, ja, ein Vergrößerungsglas, sage ich jetzt mal. Eigentlich war gedacht, dass dieses Stativ zum Beispiel mit dabei ist und dass es auch fürs Handy ist. Aber es gab keine Vorrichtung in diesem Paket, wo die Handyfunktion mit bei ist. Also da ist keine Halterung mit bei. Es war zwar eine Tasche mit dabei, wo auch nochmal ja, so verschiedenste Sachen mit drin sind. Aber die Halterung leider fürs Handy ist nicht mit dabei. Wir holen das gute Stück gerne einmal raus. Wie gesagt, auch alles wieder in China. Also in Chinesisch. Hier so ein Panda-Bär. So, und wir holen das einfach mal raus. Ja, hier ist noch eine Schlaufe. Hier kommt uns auch gleich irgendwas Chinesisches gegen. Yunnan Official Instrument Factory. Okay. Und hier ist es eingepackt. So. So sieht das ganze gute Stück aus. Hier oben, denke ich mal, für ein Stativ gedacht. Hier oben steht nochmal Panda. Ja, so ein Lederemblem. Man muss sagen, es stinkt unfassbar nach Chemie. Also richtig eklig. Weiß nicht, wo das gelagert hat, mal wieder. Sonst sehr sauber, also alles schick sonst. Aber ich sage, es stinkt eben sehr, sehr viel. Hier guckt man durch, hier kann man es dann verstellen. Hier steht jetzt drauf, wasserabweisend, 35x50, noch eine Seriennummer.
Und ja, damit soll man Ursachen sehr nah ranholen können. Und ja, wie gesagt, leider kein Stativ dabei, keine Halterung mit dabei. Sehr schade, weil auf dem Bild und auf den Verpackungen auch abgebildet war. Das ist in diesem Fall leider nicht. Aber gut, muss man gucken, wie es dann richtig ist. Ich glaube, da ist ein normales Fernglas eigentlich besser gedacht. Aber gut, da weiß man danach immer ein bisschen mehr, was man nimmt. Aber sonst, wie gesagt, qualitätstechnisch vom Anfassen her sehr, sehr gut, aber es stinkt eben sehr eklig. Also ich sollte es auf jeden Fall lüften lassen. Aber erfüllt natürlich trotzdem seinen Zweck. Gut, das war's jetzt mit dem riesengroßen Unboxing vom Online-Shop dresslally.com. Die Links natürlich nochmal wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge mit AppKings. Ciao!